Ja, guten Morgen, meine kleinen Weltraumkadetten, der NRW über 18 Jahre und es ist nicht so viel Zeit vergangen. Wir haben gestern einen wunderschönen Teil zusammen spielen können, heute folgt der nächste. Warum? Ich habe einfach Lust dazu. Es war der letzte Teil wieder ein wenig aufwendig, was das Aufnehmen anging. Ich hoffe, dieser wird jetzt nicht so aufwendig und es fängt, ich rede davon und ja. Ich mache jetzt hier mal ein bisschen auf meinem Bildschirm rum. So, alles wieder da. Hier noch ein bisschen. Das ist echt phänomenal, Freunde, warum das Spiel das hier mit mir macht. Aber so lang. Da oben noch ein bisschen, hier noch ein bisschen. Ihr noch was lesen könnt und ich hier noch so ansatzweise weiß, wo ich bin, kann man ja das verzeihen. So, genug rumgemalt, genug rumgeredet. Ich glaube, der Bildschirm ist jetzt hier komplett. So, wir legen los. Dies ist nur ein Teil der Schattenpolitik, mit der die fremden Mitglieder der Föderation versuchen, den natürlichen Anführern der Föderation die Wahrheit vorzuenthalten. Die Raumflottenakademie hat unsere Bitten um Informationen ignoriert. Wir wissen, dass ein vulkanischer Kadett an der Information des Balsier-Vorfalls arbeitete. Warum wird das geheim gehalten? Diese offenen Fragen schüren Zweifel an allen Geschichten, die vom Rat der Föderation stammen. Weitere Nachrichten von der Explosion in der Raumflottenakademie. Es gab keine Verletzten, aber erheblichen Sachschaden. Wozu hat er das gesagt? Der Akademie zufolge könnte der ungenannte Student, der an der Explosion beteiligt war, bereits nächste Woche aus der Akademie ausgeschlossen werden. Und andere Nachrichten, Gerüchte über Sabotage auf den Planern. Just David! Die Raumflotte macht Storek zum Sündenbock. Die Raumflotte ist nicht immun gegen politischen Druck. Was ist denn die Storek opfern, um ihre Probleme loszuwerden? Wir werden zuerst wissen, wenn es zu spät ist, ihn zu retten. Wir müssen ihm helfen. Wir sind ein Team. Brechen wir doch ins Labor ein und finden heraus, was passiert. Kirk sagt, dass man die Bestimmungen verletzen darf, wenn die Sache es rechtfertigt. Ach du liebe Zeit, Sisse. Er sagte, man muss bereit sein, den Preis zu bezahlen. Seid ihr bereit, rausgeworfen zu werden? Okay, brechen wir ins Labor ein und suchen wir nach Anhaltspunkten. Eins oder zwei? Das ist hier die Frage. Naja. Wenn ich bedenke, was Captain Kirk für seinen Mr. Spock gemacht hat im dritten Kinofilm, auf der Suche nach Mr. Spock, dann würde ich eher auf die zweite Antwort tippen. Ja, und dann machen wir es auch. Okay, brechen wir ein, suchen wir nach Anhaltspunkten. Ups, hat das alle gut, machen wir's. Aber das muss gut geplant werden. Also, und hallo, wieso kriege ich nicht mit? Oh oh. Kadette, stillgestanden. Ach nö. Ich hatte mehr von Ihnen erwartet, Mr. Forrester. Wir hatten gehofft, die wahren Verbrecher zu erwischen. Aber wir versuchen doch nur, Styrek zu entlasten, Sir. Sie haben vor allem anderen ein Raumflottenoffizier zu sein. Ihre Fehleinschätzung hat ihren Preis. Es tut mir leid, aber ich bin gezwungen, Sie alle aus der Raumflottenakademie auszuschließen. Was? Das ist jetzt ein Witz. Wie geil. Nee, okay, das wollen wir uns nicht angucken. Ja, Freunde, also, jetzt haben wir gesehen, dass das Spiel auch von der Handlung abseits der Missionen so seine Tücken hat. Okay. Dies ist nur ein Teil der Schattenpolitik, mit der die fremden Mitglieder der Föderation versuchen, okay. Er sagte, man muss bereit sein, den Preis zu bezahlen. Seid ihr bereit, rausgeworfen zu werden? Damit Storek nicht geopfert wird? Ja. Auf jeden Fall. Sofort. Okay, brechen wir ins Labor ein und suchen wir nach Hindernissen. Aber wir wissen doch gar nicht, ob man ihn opfern will. Wir dürfen also nur... Wir dürfen also nur legale Mittel benutzen, um es rauszufinden. Wie? Also, wir haben ja alle legalen Zugang zu den verschiedenen Teilen des Akademie-Computers. Wenn wir genau hinsehen, finden wir vielleicht etwas, das bisher übersehen wurde. David, benutzen Sie doch Ihren Zugang zum Forschungslabor, um legal etwas über Storeks geheimes Projekt rauszufinden. Gute Idee. Danke. Alle einverstanden? Ja. Ja, David. Ja, David. Okay. Gut, machen wir's. Aber
Das muss gut geplant werden. Also, Sie gehen runter. Was? Das war's? Ja, okay. Dann tun wir hier mal speichern. Zack und zack und weiter. Es gibt einen Anstieg der Piraterie im Stygia-Sektor. An der neutralen Zone der Klingoner. Ihr Auftrag? Das Patrouillieren der Cerobus, Charybdis und Damoklessysteme. Halten Sie den Organianischen Friedensvertrag unbedingt ein. Seien Sie vorsichtig, Kadett. Mhm. Logbuch. Sternzeit 3726,4. Wir befinden uns wieder auf Patrouillendienst. Dieses Mal entlang der klingonischen neutralen Zone. Ich würde nur zu gerne annehmen, dass es eine einfache Mission wird. Ja. Aber unseren bisherigen Begegnungen mit den Klingonen nachzuschließen, wird es sicher alles andere als einfach. Ja, das... Du hast eingegeben, Captain. Glaube ich auch. Gut, dann gehen wir direkt mal auf Nummer sicher. Und warpen los. Wir treten jetzt in das Cerebus-System ein, Captain. Und nun? Muss ich irgendwas scannen? Captain, ich orte Disruptorenfeuer auf 7-3 Marke 4. Kurs eingegeben, Captain. Captain, der Frachter ruft uns. Keine besonderen Vorkommnisse, Captain. Das Telluritschiff erbittet sofortige Hilfe. Die anderen Schiffe antworten nicht. Ach du Scheiße. Eieiei. Was haben wir jetzt hier? Keine Antwort auf unseren Ruf, Captain. Und die? Der Frachter sagt, sie haben zu viele Reparaturen, um jetzt zu antworten. Was ist denn jetzt hier? Wo ist der denn? Ach, da hinge. Ja, was muss ich denn jetzt hier machen? Keine Antwort auf unseren Ruf, Captain. Keine Antwort auf unseren Ruf, Captain. Hier, die ziehen sich doch zurück. Wollt ihr mich jetzt hier verarschen? Der Frachter sagt, sie haben zu viele Reparaturen, um jetzt zu antworten. Friedensvertrag einhalten. Ja, aber die ziehen sich doch zurück. Keine besonderen Vorkommnisse, Captain. Keine besonderen Vorkommnisse, Captain. Keine besonderen Vorkommnisse, Captain. Wo war er denn? Da hinten. Vielleicht muss ich da näher kommen. Guten Tag. Captain, der Frachter ruft uns. Aha, wollte ich doch sagen. Nicht zu nah. Der Captain des Frachters dankt uns für unsere Hilfe und erbittet Erlaubnis zur Reparatur, die Raumbasis 3215 anzufliegen. Der Captain des Frachters dankt uns für unsere Hilfe und erbittet Erlaubnis zur Reparatur, die Raumbasis 3215 anzufliegen. Der Captain des Frachters dankt uns für unsere Hilfe und erbittet Erlaubnis, zur Reparatur die Raumbasis 3215 anzufliegen. Erlaubnis erteilt. Kurs eingegeben, Captain. Ja. Der Captain des Frachters dankt uns für unsere Hilfe und erbittet Erlaubnis, zur Reparatur die Raumbasis 3215 anzufliegen. Der Captain des Frachters dankt uns für unsere Hilfe. Oh, Mekia! Erlaubnis, zur Reparatur die Raumbasis 3215 anzufliegen. Der Captain des Frachters dankt für unsere Hilfe und erbittet Erlaubnis, zur Reparatur die Raumbasis 3215 anzufliegen. Erlaubnis erteilt. Kurs eingegeben, Captain. Wir treten jetzt in das Charybdis-System ein, Captain. Captain, etwas warpt in das System hinein. Captain, der Frachter ruft uns. Schon wieder? Ein Kanal ist offen, Captain. Hier Captain Iris vom vulkanischen Frachter Sunrider. Mit wem spreche ich? Hier Captain David Forrester von der USS Agincourt. Wir patrouillieren diesen Sektor nach Piraten. Das ist sehr zweckdienlich, Captain. Leider steht jedoch noch eine andere Sache an. Und die wäre? Wir kommen gerade aus dem Damocles-System, wo zwei klingonische Schiffe die Grenze übertreten haben und einen Frachter belästigen. Ich hielt es für klüger, Hilfe zu suchen, als meine Crew in Gefahr zu bringen. Eine weise Entscheidung. Eine logische Entscheidung, Captain. Ich muss meine Fahrt fortsetzen. Sunrider Ende. Kurs eingegeben, Captain. Na toll. Dankeschön. Jetzt geht's los.
Eintritt in das Damokless-System, Captain. Mehrere Schiffe in den Scannern. Es sind zwei klingonische Birds of Prey. Und nicht, Captain. Rufen Sie den Frachter. Rufkanal offen, Captain. Ich bin Sekretär Jahawk vom dritten diplomatischen Korps des Klingonischen Imperiums. Ich bitte die Föderation um Asyl für mich und meine Familie. Warum werden Sie von den anderen Klingonen verfolgt? Es ist eine Clan-Angelegenheit, Captain. Mein Cousin hat einen ihrer Anführer getötet. Und klingonischem Gebrauch nach wird eine Blutschuld mit Blut bezahlt. Sie planen, meine Familie auszumerzen. Das konnte ich nicht zulassen, Captain. Ich liebe meine Familie zu sehr. Sogar der klingonische Botschafter hat meinen Plan gebilligt. Ich wäre Ihnen für Hilfe in dieser Sache dankbar. Jahawk, Ende. Können wir eine Bestätigung der Behauptung einholen, dass der Botschafter dies unterstützt? Nein, Sir. Es würde 3 volle Tage dauern, bis wir eine Antwort erhalten. Der Bird of Prey ruft uns. Auf den Schirm schalten. Eieiei. Ich bin Lucret vom Taker-Clan. Haltet euch raus, Föderationsschweine! Oder ihr stirbt! Sie beschießen einen Frachter und verletzen so den Organia-Friedenspakt. Geben Sie eine Erklärung oder es gibt Konsequenzen. Sie hören auf die Lügen eines Feiglings? Ein Verräter, der anderen Frauen stiehlt! Captain, Sekretär Jahawk ruft gerade an. Er ruft an. Öffnen Sie einen Rufkanal. Du lügst, Captain. Ich schützte nur meinen Clan von der Barbarei dieses Imperiums. Du hast meine Frau! Mein Kind! Ist das wahr? Aber nein, Captain. Dieser Weg wäre in ihrer Föderation Pirat. Ein Kleinherrscher, der einen sklavischen Clan regiert. Ich hab... Lust mitreden. Lasst uns handeln, Föderale. Wenn sie uns angreifen, ist das ihr sicherer Tod. Der Frachter ruft die anderen. Können Sie ihn auf den Schirm holen? Aye, Captain. Kumas. Hatten die Klingonen ihn nicht schon erledigt? Denken Sie an den schweren Klingonenkreuzer, er hat Freunde ganz oben. Es ist logisch zu vermuten, einer von ihnen hat einen Fluchtweg für Kumas formulieren können. Sie sind hier. Koppler, mein Herr, willkommen in dem Sektor. Transport Omega 7. Dann zerstör die Narren. Schicken Sie nochmal, Tücret. Töte ich Ihren Sohn. Captain, etwas warpt in das System hinein. Da sind 2 Birds of Prey und eine D7. Ach du Scheiße. Bin ich denn jetzt hier? Den unischen Geisel befreien. Wo sind die denn? Was ist denn hier los? D7. Keine besonderen Vorkommnisse. Was? Moment! Hallo, warum beschießt ihr mich? Ey, hallo, geht's noch? Ich habe überhaupt nichts getan, hallo? Oh nee! Was soll das denn? Ey, das ist die Frachter! Ja, und da bin ich wieder. Da hat sich auch mein Spiel gerade eben
beschlossen abzustürzen und es hat sowieso keinen Sinn mehr gemacht, weil ich angegriffen wurde und das alles hat dann eh keinen Sinn mehr gemacht. Deswegen nochmal Neustart, wir sind wieder an der Raumstation und wir legen los. Wir treten jetzt in das Cerebus-System ein, Captain. Ja. Captain, ich orte Disruptorenfeuer auf 73 Marke 4. Kurs eingegeben, Captain. Captain, der Frachter ruft uns. Ist klar. Bin ich schon wieder da? Sagt, Sie haben zu viele Reparaturen, um jetzt zu antworten. So, nü? Hallo, warum? So, und jetzt? Keine Antwort auf unseren Ruf, Captain. Wo sind die denn? Da hänge. Keine besonderen Vorkommnisse, Captain. Keine besonderen Vorkommnisse, Captain. Keine besonderen Vorkommnisse, Captain. Moment mal, sind das eventuell die drei Schiffe, die wir jetzt auch gleich bei den Klingonen haben? Kann das sein? Na, wo ist denn jetzt der Frachter? Da. Will er jetzt mit mir sprechen? Der Frachter sagt, Sie haben zu viele Reparaturen, um zu antworten. Immer diese gekrypteten Ereignisse. Ja, und jetzt? Mann, der hat doch eben... Captain, der Frachter ruft uns. Na also, wusste ich's doch. Der Captain des Frachters dankt uns für unsere Hilfe und erbittet Erlaubnis zur Reparatur, die Raumbasis 3215 anzufliegen. Na, jetzt kommt der das Der Captain wieder. Des Frachters dankt uns für unsere Hilfe und erbittet Erlaubnis zur Reparatur, die Raumbasis 3215 anzufliegen. Der Captain des Frachters dankt uns ja. für unsere Hilfe und erbittet Erlaubnis zur Reparatur, die Raumbasis 3215 anzufliegen. Erlaubnis erteilt. Kurs eingegeben, Captain. Wir treten jetzt in das Charybdis-System ein, Captain. Captain, etwas wirkt in das System hinein. Captain, der Frachter ruft uns. Naja. Ein Kanal ist offen, Captain. Hier Captain Iris vom vulkanischen Frachter Sunrider. Mit wem spreche ich? Hier Captain David Forrester von der USS Agincourt. Wir patrouillieren diesen Sektor nach Piraten. Das ist sehr zweckdienlich, Captain. Leider steht jedoch noch eine andere Sache an. Und die wäre? Wir kommen gerade aus dem Damocles-System, wo zwei klingonische Schiffe die Grenze übertreten haben und einen Frachter belästigen. Ich hielt es für klüger, Hilfe zu suchen, als meine Crew in Gefahr zu bringen. Eine weise Entscheidung. Eine logische Entscheidung, Captain. Ich muss meine Fahrt fortsetzen. Sunrider Ende. Kurs eingegeben, Captain. So, jetzt werde ich es so machen, dass ich da hinfliege und wenn ich die an Bord gebeamt habe, dann werde ich mich aus dem Staub machen. Eintritt in das Damocles-System, Captain. Ich habe mehrere Schiffe in den Zentrum. Es sind zwei klingonische Bray, die einen Telluride-Frachter verfolgen. Captain, der Frachter ruft uns. So, Frachter. Rufen Sie den Frachter. Rufkanal offen, Captain. Ich bin Sekretär Jahawk vom dritten diplomatischen Korps des klingonischen Imperiums. Ich bitte die Föderation um Asyl für mich und meine Familie. Warum werden Sie von den anderen Klingonen verfolgt? Es ist eine Clan-Angelegenheit, Captain. Mein Cousin hat einen ihrer Anführer getötet. Und klingonischem Gebrauch nach wird eine Blutschuld mit Blut bezahlt. Sie planen, meine Familie auszumerzen. Das konnte ich nicht zulassen, Captain. Ich liebe meine Familie zu sehr. Sogar der klingonische Botschafter hat meinen Plan gebilligt. Ich wäre Ihnen für Hilfe in dieser Sache dankbar. Jahawk,
Ende. Können wir eine Bestätigung der Behauptung einholen, dass der Botschafter dies unterstützt? Nein, Sir. Es würde 3 volle Tage dauern, bis wir eine Antwort erhalten. Der Bird of Prey ruft uns. Auf den Schirm schalten. Eieiei. Ich bin Dupret vom Tarka-Clan. Haltet euch raus, Föderationsschweine! Oder ihr stirbt! Sie beschießen einen Frachter und verletzen so den Organia-Friedenspakt. Geben Sie eine Erklärung oder es gibt Konsequenzen. Sie hören auf die Lügen eines Feiglings? Ein Verräter, der anderen Frauen stiehlt! Captain, Sekretär Chiorhok ruft gerade an. Er ruft an. Öffnen Sie einen Rufkanal. Du lügst, Captain. Ich schützte nur meinen Clan von der Barbarei dieses Imperiums. Du hast meine Frau! Mein Kind! Ist das wahr? Aber nein, Captain. Diese Weg wäre in ihrer Föderation Pirat. Ein Kleinherrscher, der einen sklavischen Clan regiert. Ich hab recht. Schluss mit Reden. Lasst uns handeln, Föderale. Wenn sie uns angreifen, ist das ihr sicherer Tod. Der Frachter ruft die anderen. Können Sie ihn auf den Schirm holen? Aye, Captain. Kumas. Hatten die Klingonen ihn nicht schon erledigt? Denken Sie an den schweren Klingonenkreuzer, er hat Freunde ganz oben. Es ist logisch zu vermuten, einer von ihnen hat einen Fluchtweg für Kumas formulieren können. Sie sind hier. Koppler, mein Herr, willkommen in dem Sektor. Transport Omega 7. Dann zerstör die Narren. Schießen Sie nochmal, Tücret. Töte ich Ihren Sohn. Komm. Kurs eingegeben, Captain. Eingeschaltet. Wir haben ihn, Captain, die Gefahr ist an Bord. So, tschüss. Aber wieso? Captain, etwas warpt in das System hinein. Ja, was? Moment. Nein, um Gottes Willen. Hallo, was ist denn jetzt schon wieder? Wo sind die? Nein! Im Verlauf Ihrer Mission haben Sie Ihr Schiff verloren. Das bedeutet automatisches Scheitern. Sie müssen daher leider die Mission wiederholen. Ihr Punktestand ist unzureichend. Sie müssen die Mission wiederholen. Es gibt einen Anstieg der Piraterie im Stygia-Sektor. An der neutralen Zone der Klingoner. Ihr Auftrag? Das Patrouillieren der Cerobus, Charybdis und Damokles-Systeme. Halten Sie den Organianischen Friedensvertrag unbedingt ein. Seien Sie vorsichtig, Kadett. Captains Logbuch. Sternzeit 3726,4. Ja gut, da kennen wir schon alles, Kurs Freunde. Eingegeben, Captain. Wiedersehen, macht Freude. Jetzt bin ich ein klein wenig sauer. Wir treten jetzt in das Cerberus-System ein, Captain. So, komm. Waffenfeuer. Captain, ich orte Disruptorenfeuer auf 7-3 Marke 4. Kurs eingegeben, Captain. Captain, der Frachter ruft uns. Ja, ich komm gleich. Steuerbordschütze repariert.
Oh Mann! Getroffen! Untere Schilde! Schilde zu reparieren. Untere Schilde repariert! System kritisch! Och, leck mich doch am Arsch, Mann! Leck mich doch am Sack, Mann! Es gibt einen Anstieg der... Captain's Logbuch. Kurs eingegeben, Captain. Entschuldigt, Freunde. Das ist ein klein wenig durchgegangen mit mir. Wir treten jetzt in das Cerebus-System ein, Captain. So, ich werde das jetzt anders machen. Das sind nämlich die drei... Ich orte Disruptorenfeuer auf 7-3 Marke 4. Kurs eingegeben, Captain. Das sind die drei Frachter, die mich nachher auch angreifen. Uns. An der Sternbasis. So. Dieses Schiff da. Komm her. Ich krieg dich, mein Freund. Ich krieg dich. Zur Reparatur die Raumbasis 3215 anzufliegen. Der Captain des... Boom, du scheuert! Oh nein! Anzufliegen. Ey, der Captain des Frachters dankt uns für unsere... Ja, danke. Ich stand still und der fliegt auf mich zu. Erlaubnis erteilt. Das kann doch nicht wahr sein. Es gibt... Mann. Kurs eingegeben, Captain. Boah, wie kann man nur so doof sein? Wir treten jetzt in das Cerebus-System ein, Captain. Captain, ich orte Disruptorenfeuer auf 7-3 Marke 4. Kurs eingegeben, Captain. Captain, der Frachter ruft uns. Junge. Ding. Wir haben jetzt geschlossen, Sir. Der ist schon wieder so nah. Hau ab. Der Captain des Frachters dankt uns für unsere Hilfe und erbittet Erlaubnis zur Reparatur, die Raumbasis 3215 anzufliegen. Da war er. Der Captain des Frachters dankt uns für unsere Hilfe und erbittet Erlaubnis zur Reparatur, die Raumbasis 3215 anzufliegen. Ach komm, jetzt ist er weggeworbt. Der Captain des Frachters dankt uns für unsere Hilfe und erbittet Erlaubnis zur Reparatur, die Raumbasis 3215 anzufliegen. Erlaubnis erteilt. Kurs eingegeben, Captain. Naja, wie dem auch sei. So, meine Warp-Triebwerke sind gelb. Ich werde die mal schnell reparieren. Das werdet ihr jetzt wahrscheinlich wieder nicht sehen. Schaden, Warp-Antrieb. Die zielen alle irgendwie auf meinen Warp-Antrieb. Hab ich so das Gefühl. 70% haben wir, Freunde. Ich warte, bis die hier auf grün sind. Sie sind gerade auf grün gewechselt. Wie gesagt, ich denke nicht, dass ihr das jetzt hier sehen werdet. Wir haben jetzt 90%. Wir haben jetzt gleich wieder... Jawohl! Achtung!
Normalerweise müsste da jetzt kommen, wir haben die Arbeiten oder Reparaturen an den Warp-Triebwerken erledigt, aber egal. Wir warpen ins nächste System. Das Materie-Antimaterie gleichgewicht ist wieder stabil, Captain. Wir treten jetzt in das Charybdis-System ein, Captain. Captain, etwas kommt in das System hinein. Na. Captain, der Frachter ruft uns. Ein Kanal ist offen, Captain. Hier Captain Iris vom vulkanischen Frachter Sunrider. Mit wem spreche ich? Hier Captain David Forrester von der USS Agincourt. Wir patrouillieren diesen Sektor nach Piraten. Das ist sehr zweckdienlich, Captain. Leider steht jedoch noch eine andere Sache an. Und die wäre? Wir kommen gerade aus dem Damocles-System, wo zwei klingonische Schiffe die Grenze übertreten haben und einen Frachter belästigen. Ich hielt es für klüger, Hilfe zu suchen, als meine Crew in Gefahr zu bringen. Eine weise Entscheidung. Eine logische Entscheidung, Captain. Ich muss meine Fahrt fortsetzen. Sunrider Ende. Aus dem Captain. Jawohl. Eintritt in das Damokles. So, das kennen wir ja jetzt. Ich habe mehrere Schiffe in den Skeptizer. Zwei Klingonenschiffe The Prey, die Telluride-Frachter verfolgen. Der Frachter ruft uns. Rufen Sie den Frachter. Ja, Rufkanal offen, Captain. Kennen wir jetzt schon alle. Warum? Können wir... Nein, der Bird of Prey ruft uns. Der Bird of Prey ruft uns. Auf den Schirm schalten. Das kennen wir auch. Der Frachter ruft die... Können Sie das ihn auf... Das kennen wir auch alles. Zwei Birds of Prey. Gefangen an Bord. So, und schnell weg. So, jetzt zur Raumbasis. Captain, etwas in das System hinein. Nein, ach nee, nicht schon wieder! Jawohl! Im Verlauf Ihrer Mission haben Sie Ihr Schiff verloren. Ach Mann! Freunde, ich werde das schneiden. Wenn ich wieder da bin, melde ich mich wieder. Bis gleich. Eintritt in das Damokles-System, Captain. So, Freunde, da sind wir wieder. Ich habe mehrere Schiffe in den Skeptizer. Es sind zwei klingonische Birds of Prey, die Telluride-Frachter verfolgen. Captain, der Frachter ruft uns. So, das kennen wir schon. Rufen Sie den Frachter. Birds of Prey und eine D7. Kurs eingegeben, Captain. Eingeschaltet. Wir haben ihn! Captain, ganz an Bord. So. So, das sieht doch besser aus. Wieder.
Scheiße! Wo ist er denn? Okay, so, das ist er. Hä? Oh, noch einer. Ach, scheiße. Komm, wo ist er? Das war der andere. Der Friedliche, der Liebe. Da war er. Komm, wo ist der? Oh, meine Schilde vorne sind weg. Ach, wo ist er denn jetzt? Obere Schilde sind da ist er. Komm, 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 komm! Ach, dieses Rad da hier immer. Na komm! Gott, er geht wieder in Tarnung. Jawohl. So. Jetzt den nochmal rufen. Die Klingonen antworten nicht, Captain. Na, danke. Freunde, ich hoffe, ich habe jetzt alles geschafft. Zurück zur Sternbasis. Klar. Sehr schön. Ach, und es bleibt ruhig, Freunde. Wie schön, wie schön. Wir rufen die Sternbasis. Ruffrequenz offen. Mission erfüllt, Raumflotte. Gratuliere. Sie sind mit einer überwältigenden Übermacht in guter Weise fertig geworden. Gemäß den besten Raumflottentraditionen. Na okay, da hätte ich mir jetzt wieder mal ein bisschen mehr vorgestellt, aber okay. Das bin ich ja nur. Ja, Freunde, die Mission ist ein bisschen länger geworden. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, ihr seid mit dem Ergebnis zufrieden. Ich bin es auf jeden Fall. Alles war schön grün am Ende und ja, die Bösen sind tot und die Guten leben weiter und wenn sie nicht gestorben sind, dann, naja, ihr kennt das. Und das war es auch schon wieder mit diesem Teil. Leider viel zu schnell, wie ich finde, aber es kommen ja noch ein paar. In diesem Sinne hoffe ich, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, NRW Boy 18, adieu.